alte Industrieanlagen in einem neuen Licht. Rund 350 Westerwälderinnen und Westerwälder durften den Industrieerlebnispark Stöffel am vergangenen Samstag in einem durch und durch künstlerischen Ambiente erleben. Wo früher Basalt verarbeitet wurde, inszenierte nun das Künstlerkollektiv Wikuku in Zusammenarbeit mit On Event aus Westerburg ein Spektakel aus Farben, Formen und Lichtern. Wir, unser Kollektiv, lebt seit 10 Jahren im Westerwald und wir fühlen uns hier unheimlich wohl. Und als wir dann entdeckt haben, dass dieser Stöffelpark ganz in der Nähe ist und diese wunderbare Industriekultur da ist. Ich habe im Ruhrgebiet gelebt, ich kenne also Industriekultur, ist ja da total gang und gäbe. Und hier gibt es das eben auch und es ist ganz wunderbar. Die Kulturszene ist von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Projekte wie das Stöffelstrahlen bieten vielen Akteuren der Kultur- und Eventbranche in diesen Zeiten eine Bühne. Es gab vor einigen Tagen die sogenannte Night of Light, wo man darauf aufmerksam gemacht hat, wie schlecht es den Kulturschaffenden geht während der Corona-Zeit und dass dringend darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass dort Hilfe geleistet werden muss. Und deswegen ist diese Night of Light ins Leben gerufen worden und dort hatten wir den Stöffelpark wunderschön illuminiert und die Leute haben uns im Nachgang darauf angesprochen, ob wir das nicht nochmal als Veranstaltung machen könnten mit Besuchern. Und daraufhin haben wir uns wieder alle gemeinsam zusammengesetzt und haben diese Veranstaltung heute Abend geplant, die Stöffelstrahlen. Die Nachfrage nach Tickets war auf jeden Fall immens. Eine zweite Auflage des Events ist somit schon beschlossene Sache. Die Veranstaltung war schon lange im Vorfeld ausverkauft. Wir hatten eine ganz, ganz hohe Resonanz auf heute Abend. Natürlich die alten Industrieanlagen, die angeleuchtet sind, locken die Besucher natürlich an. Generell der Stöffelpark als Erlebnisort ist immer groß nachgefragt. Und so war relativ schnell nach Bekanntgabe der Veranstaltung waren wir auch ausverkauft. Wir planen daraus ein jährliches Event zu machen. Wir sehen, die Nachfrage ist riesig. Hätten wir nicht die Limitierung durch Corona mit 350 Besuchern, hätten wir abends bestimmt auch über 1000 Leute auf dem Gelände haben können. Wir hatten eine enorm lange Warteliste und hätten gerne mehr zugelassen. Aber in den Nachfolgejahren, wenn wir es wieder machen, können wir dies natürlich deutlich erhöhen, wenn es die Corona-Maßnahmen zulassen. Na, das klingt doch vielversprechend. Freuen wir uns also auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Hoffentlich ohne Corona.